Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Wir haben in dieser Folge Großes vor, denn wir wollen, wie auch bei den anderen Jagdgebieten hier, einmal alle Collectibles einsammeln und alles erledigen, was wir erledigen können. Das haben wir übrigens bei dem Gebiet von Gernhardt nicht getan, aber ich denke, das werden wir auf jeden Fall noch nachholen. Das Erste, was wir allerdings tun werden, ist hier bei Handwerk die zweihändigen Keulen zu upgraden, denn der Schaden erhöht sich von 5 auf 9. Und das ist ziemlich gewaltig, wenn ihr mich fragt. Und damit hätten wir das auch komplett abgeschlossen. Außerdem haben wir noch 6 Fähigkeitspunkte, die wir verteilen können. Wir werden jetzt erstmal hier unsere Eulen-Skills komplett vollkloppen. Dann haben wir da alles erledigt. Und ich würde sagen, dass wir dann auch noch heute einen hochhauen. Und dann haben wir da auch noch weitere Skills erfüllt. Was haben wir denn hier eigentlich? Bestie wiederbeleben. Es werden weniger rote Blätter benötigt. Das ist ja auch ganz nett. Da haben wir jetzt übrigens die fette Keule auf der nächsten Stufe. Und wir gucken uns jetzt mal an, was wir hier machen können. Wir haben eine Isila-Maske, Daische Hand. Wir haben Außenposten. Wir haben eigentlich alles hier, was wir so nach und nach jetzt mal angehen werden. Und wir holen uns dafür... Ja, wir holen uns Teddy. Teddy! Da haben wir ihn auch schon. Töte die Isila-Angreifer. Dann machen wir das doch mal direkt. Nehmen wir natürlich meine Speere wieder. Gib sie mir. Ach, ich muss dich auch losbinden. Na, sag doch ein Wort, Mensch. Er steht da so und denkt sich, hä? Irgendwas wird mir da... Oh, 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 Teddy. Teddy, direkt unter deinem Gemächt, Teddy. Okay. Die Schlange lässt mich in Ruhe. Das ist schön. Wo haben wir denn jetzt die... Oh, ich wollte euch nicht erschrecken. Wo haben wir denn unsere tolle Isila-Maske? Die muss eigentlich hier irgendwo stecken. Wahrscheinlich auf der Rückseite. Da ist sie. Keine Ahnung, welcher Irre die hier überall aufgestellt hat. Ich würde mir ja nicht so eine Dekoration hinhängen, ne? Also das wär mir das schon zu viel. Ein komischer Rothund hier. Ich denke nicht, dass Teddy in der Lage ist, den zu verfolgen. Er ist einfach zu muskulös, genau. Er ist zu muskulös. Da haben wir die Daische Hand. Bringt aber auch jetzt Erfahrung. Also eben die Isila-Maske hat 1000 gebracht. Das ist ja schon ziemlich heftig. Next Stop, dieser Außenposten. Den wir wahrscheinlich dort halb in einer Höhle vorfinden werden. Okay. Um die können wir uns mal eben schnell kümmern. Denkt dran, immer schön Headshots machen. Die bringen Sondererfahrung. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Headshot draußen in der freien Wildbahn zu machen, dann macht. Ich hoffe, ich habe euch da gerade nicht zum Mord und Totschlag aufgerufen. Doch, habe ich, oder? Ah, Gott. Ich habe euch so versaut eigentlich. Ne? Also wenn ihr jemals Straftaten begeht, ist es meine Schuld. Können wir vielleicht hier eine Tobsuchtbombe werfen? Können wir vielleicht den umbringen? Wahrscheinlich werden die sich jetzt gegenseitig umbringen. Zumindest so ein bisschen. Sie sind alarmiert. Aber wir können Dr. Who gleich schnell widerrufen. Ja, der ist verwirrt hier. Das mit den Bomben ist echt super. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Da müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen was craften. Und dann können wir gleich, wenn Dr. Who wieder einsatzbereit ist, wieder so ein bisschen Verwirrung stiften. So können wir uns nämlich eigentlich quasi aus der ganzen Sache fast komplett rausziehen. Und das ist so viel wert. Der muss auf jeden Fall weg. Oh, der will mir auf die Schliche kommen. Den kann ich aber wahrscheinlich so... Den kann ich wahrscheinlich so erledigen. Wir haben hier ja unsere Splitter und alles. Doctor Who! Ja, ich will das diesmal ein bisschen sneakiger machen.
zumindest nicht volle Kanne durchdrehen, wie ich das sonst immer mache. Wir holen uns mal den hier. Und der muss sterben. Jo. Jetzt haben wir einen weiteren von denen auf unserer Seite. Und werden uns jetzt mal langsam ranschleichen. Ich denke, die Gelegenheit ist günstig. Den Weg in die feindliche Basis zu suchen. Nein! Du bleibst gefälligst da. Du bist etwas zu auffällig für diese Unternehmung. Guck mal her. Stell dich mal dahin. Ich hab dich ja lieb, aber manchmal bist du einfach nur nutzlos. Noch dürfte mich eigentlich keiner entdeckt haben. Doch, jetzt aber. Will der etwa Alarm rufen? Nein! Ha! Kurz davor abgehalten. Es gibt keinen Alarm. Das heißt, es gibt Bonuspunkte. Natürlich bin ich jetzt nicht sneaky-mäßig, super mega sneaky-mäßig gewesen, aber wir sind doch mal etwas anders auch vorgegangen. Von daher finde ich das eigentlich ganz okay. So, wir holen uns erstmal hier so ein paar Speere zurück. Da vorne haben wir noch einige. Dann haben wir hier noch ein bisschen was Lootable-mäßiges. Affenfell. Und hier ist eine große, eine ziemlich große Höhle. Okay. Wo führt das denn hin? Natürlich jetzt die Frage, wo das hinführt, ne? Hätte man auch von hier so rein sneaken können? Das geht auf jeden Fall verdammt weit nach unten. Verstehe, okay. Was ist, wenn ich hier reingehe? Ich sehe gar nichts. Herrschaften. Alles ist dunkel. Nein. Ich mag das nicht. Ich brauche meine Jägersicht eigentlich. Ne, hier sehe ich wirklich gar nichts. Überhaupt nichts. Feuer hilft mir hier an der Stelle auch nicht. Das ist einfach mal ein bisschen unglücklich hier. Junge, ist das finster. Keine Ahnung, wo das hinführen soll. Ich weiß es nicht. Ich muss also wieder nach oben. Okay. Ach so, das ist da, okay. Aber ich kann offenbar rüberschwingen. Da ist nämlich noch ein anderer Weg. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal dahin. Na, was machen Sachen hier? Hup, dann gehen wir mal hier lang. Ach, okay. Ja, gut. Gut. Gut, es ist nicht so toll, wie ich dachte. Bleiben wir also hier. Da oben sehe ich doch was, was ich haben will. Ah, ne, die Maske ist hier.
Wieder einmal frage ich mich, warum ich die einfach nicht treffen kann. Ist ja jetzt nicht so, als wäre sie total weit weg. Das ist gar nicht die Maske. Das ist sie gar nicht. Nope. Das ist sie nicht. Gut, das erklärt natürlich einiges. So kann ich mein Collectible natürlich auch nicht bekommen. Wo ist jetzt allerdings die Maske? Sie muss hier in der Nähe sein. Da ist sie ja. Nice. Oh, wir können auch noch Höhlenforscher spielen, so wie ich das gerade sehe. Erstmal müssen wir allerdings irgendwie hier durchkommen. Okay. Es geht besser als erwartet. Ich dachte jetzt, dass wir noch irgendwie eine alternative Route finden müssten hierfür, aber Taka ist mittlerweile stark genug, um in diesem kleinen Bach gegen die Strömung laufen zu können. Hier haben wir einen unbekannten Ort und wir werden Höhlenforscher. Ich glaube sogar mehrfach. Es gibt hier einige Höhlen, die wir erkunden können, dürfen, müssen, wenn wir die 100% erreichen wollen. Okay, dann lass es bleiben. Wir müssen auch immer noch einen Streifenwolf finden. Denn nur mit einem Streifenwolf können wir die Hütte von Karouche auf Level 2 aufrüsten. Und das würde ich schon gerne tun. Das würde ich aber jeder Hütte tun. Oh, probieren wir mal unsere neue Keule aus. Okay. Okay. Zünde ihn an! Ah ne, er hat ja keine Angst vor Feuer. Oh, da war ein Venya. Okay. Ich habe mich entschieden, einfach mal die Isila-Festung anzuzünden und alles, was damit zu tun hat. Und tschüss. Ich war es nicht. Ich bin nicht der Feuerteufel. Klar, ich habe die brennende Keule in der Hand, aber was heißt das schon? Nicht viel in dieser Welt. Wir könnten diesen Weg nehmen. Die Höhle muss hier ja in der Nähe sein. Okay, das scheint mir effektiv gar nichts zu bringen, weil ich hier nicht weiterkomme. Doch. Hier. Lass stecken den Pfeil. Bringt dir eh nichts. Hier ist das Lagerfeuer. Und hier ist die Höhle. Die Höhle der Stärke wird sie genannt. Wollen wir mal gucken, wie stark wir hier wirklich sein müssen. Oh. Das Zeug muss erstmal angezündet werden. Vielleicht finden wir auch hier ein Streifenwolffell irgendwo. Ja. Feuer löschen wäre besser. Ah, ich wollte gerade sagen, hä, es ist wieder so eine komische Höhle, die ich nicht verstehe. Muss ich jetzt darüber springen? Nee. Das war eine Schnapsidee. Allerdings wüsste ich auch so gar nicht, wie ich da hoch soll. Na gut, vielleicht ist es ein bisschen blöd, wenn ich die fette Keule dafür in die Hand nehme, sondern eher was Leichteres. Wie wäre es denn hier mit der Kleinkeule? Nee. Ich glaube, mit dem Greifhaken wird das nichts.
Oh Mann, Leute. Kann doch nicht so wahnsinnig schwer sein. Hier ist übrigens eine Höhlenmalerei, sehe ich gerade. Er sprintet manchmal einfach nicht. Das finde ich ein bisschen... Jo. Sehr schön. Geule anzünden. Mal gucken. Okay, also diese Höhle scheint auf jeden Fall viel einfacher zu sein. So jetzt vom ersten Gefühl mal. Da oben ist schon die Höhlenmalerei. Wir bahnen uns jetzt langsam unseren Weg. Was haben wir hier? Okay, wir können darüber. Whoop. Und können hier erstmal dieses Feuer anzünden. Was haben wir hier? Ach, die können wir wegräumen komplett. Beißfischhaut, Höhlenbärenhaut. Wo wäre denn jetzt hier die Höhlenmalerei? Das ist ja mal raffiniert. Sieht so aus, als müsste ich so einen brennenden Pfeil da reinschießen. Damit der Greifhaken frei ist. Und ich darüber kann. Cool. Cool gemacht auf jeden Fall. Zünden alle Feuer an. Wir wollen ja jemandem zeigen, dass wir hier waren. Okay. Offenbar hat mir das effektiv gar nichts gebracht. Habe ich hier irgendetwas übersehen? Dann ging es wohl nur darum, hier irgendwie Loot zu kriegen. Dann gehen wir hier weiter. Da. Mal gucken, ist hier was? Oh ja, da ist die Höhlenmalerei. Nehmen wir die kleinere Keule. Und whoop. Okay, sie haben irgendwie Volleyball gespielt. Ja. Ein Bär und ein Tiger haben Volleyball gespielt. So eindeutig, oder? Wollnashornhaut. Das ist nett. Wir müssten jetzt allerdings hier weiter nach oben kommen können. Das können wir auch. Und müssten jetzt hier ans Ende der Höhle gelangen. Irgendwo muss hier aber noch eine Deiche-Hand sein. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich die verpasse. Da wäre ich nicht sehr glücklich drüber. Da müsste ich nämlich nochmal zurück. Und zurück ist meistens mit Komplikationen verbunden. Uns wird auch angezeigt, dass wir hier was craften können. Ich bin gespannt, was das sein wird. Oh, die Höhle ist groß. Die ist wirklich groß. Wo kommen wir denn jetzt hier am besten? Kleinen Moment eben. Und da bin ich wieder. Wie gesagt, diese Höhle ist verdammt groß. Aber das ist ziemlich cool. Und ich finde es auch ziemlich cool, wie Ubisoft das alles so gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass die Deiche-Hand direkt über uns ist. Die Minimap verrät uns das ja im Prinzip schon. Und wir müssen jetzt gucken, ob wir mit diesem Greifhaken erstmal darüber kommen. Auch wenn ich nicht genau weiß, was ich ganz da drüben soll. Schätze, es ist notwendig. Upp. Was für ein Sprung. Nicht schlecht. Das zünden wir erstmal an. Haben wir hier ansonsten noch irgendwas etwas Sinnvolles? Jo. Ich schätze, dieses grüne Blatt kann ich nochmal mitnehmen.
Wo geht es jetzt hier weiter? Wir müssen darüber. Okay. Wir müssen tatsächlich darüber. Wir können aber auch dahin fallen. Das wäre also keine Schande. Das wäre kein Problem. Mein Gott. Ich will hier keineswegs irgendwo noch runterfallen. Das würde mir echt die Laune verderben. Wenn man dann wieder ganz zurück müsste. Gehen wir mal hier hoch. Und gucken, wo uns das hinbringt. Ah, Greifhaken, die nächste. Von Greifhaken zu Greifhaken. Nun, das ist ein kleines Problem. Denn hier kann ich natürlich nichts machen. Ja, wie macht man das denn jetzt? Wie macht man das denn jetzt? Wir müssen uns im Prinzip eigentlich irgendwo abseilen, aber ich weiß nicht wo. Und zwar so, dass wir irgendwo stehen und hier einen Pfeil oder was hindonnern können. Ich kann auch gar nicht mehr zurück, sehe ich gerade. Doch. Okay. Aha. Ja, ich habe eine Idee. Na, komm schon. Er will mich nicht rüberlassen. Ich habe eine Idee. Vielleicht muss man deswegen hier runter. Ah, okay, verstehe. Vielleicht müssen wir erst hier runter. Es sieht nämlich fast danach aus. Ich will eigentlich nur irgendwie... Ja, ist ein bisschen doch jetzt verzwickter, als ich dachte. Wir müssen irgendwie... Da komme ich wieder darüber. Kommen wir hier sonst noch irgendwo weiter? Von hier komme ich ja, glaube ich. Oder? Waren wir hier? Ja, hier waren wir. Da komme ich nicht hoch. Wir müssen versuchen... Da komme ich vielleicht drüber. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Und wie das notwendig ist. Jetzt komme ich hier rüber. Ja, und von hier kann ich jetzt nämlich astrein das Ding da wegschießen. Und dann kommen wir da nämlich auch durch. Ha! So funktioniert der Spaß. Und dann kommen wir nämlich auch komplett rüber. Das ist echt raffiniert gemacht. Da muss ich Ubisoft jetzt mal meinen größten Respekt zollen für dieses, für diese Art von Level-Design. Wirklich sehr, sehr schön. Da hat man Spaß dran, ohne Ende. Jetzt können wir uns aufmachen. Naja, da hoch muss ich. Und Geronimo Stilton. Ups. Nein! Mann. Gerade noch so irgendwie am Rand gewesen. Das hat einfach nicht ausgereicht. So ein Scheiß aber auch. Ja gut, dann wollen wir jetzt mal gucken, dass das nicht nochmal passiert. Hm.
Dann nehme ich einfach nochmal mehr Schwung, um auf Nummer sicher zu gehen. Jetzt aber. So, und von hier aus müssten wir jetzt eigentlich 1A, die Daische Hand, erreichen können. Erstmal das hier anzünden. Haben wir hier noch irgendetwas von? Seltenes Weißwolffell, okay. Da haben wir alles von. Seltene irgendwas. Oh, da vorne ist noch eine Tasche. Die würde ich dann auch noch gerne haben. Säbelzahntigerfell. Na, sieht mal einer an. Sieht mal. Guckt euch das mal an. Das sollte man vielleicht ausmachen. So, und nun kommen wir hier hoch. Und dort müsste sich dann die Daische Hand befinden. Und wir haben diese Höhle. Yes, erledigt. Was für ein tolles Level-Design. Höhle vollkommen erkundet. Ich bin sehr zufrieden. Ihr seid sehr zufrieden. Und wir sind hier oben. Das Ganze hat uns nochmal 1000 Erfahrungen jetzt gebracht. Und einen Fähigkeitspunkt. Wo sind wir denn hier jetzt rausgekommen? Da, okay. Dann können wir diesen Ort noch erkunden. Hier ist noch eine weitere Höhle. Und die scheint sehr groß zu sein. Wow, wir haben gerade mal die Hälfte geschafft. Aber gut, diese Höhlen, die werden auch schnell mal sehr ausführlich. Aber eben halt auch irgendwo sehr interessant. Mir wurde gerade angezeigt, dass ich noch craften kann. Das können wir uns ja gleich mal ansehen, was das denn sein mag. Sieht aus wie ein Isila-Lager. Das nennt sich das Bluttor. Und hier gibt es auch etwas zum Looten. Seltenes schwarzes Jaguarfell, seltenes Schilf. Okay, also auf jeden Fall schon recht selten. Haben wir hier sonst noch etwas? Hier oben haben wir noch das Leuchtfeuer. Da ist noch ein Gebiet. Und ansonsten ist die Höhle hier direkt vor uns die sinkende Höhle. Das klingt ehrlich gesagt so ein bisschen so, als wenn die auch viel unter Wasser stehen würde. Oder sind jede Menge Rothunde? Aber mit Rothunden will ich mich eigentlich nicht anlegen. Die mag ich nämlich nicht. Überhaupt nicht mag ich die. In den meisten Momenten sind sie einfach nur nervig und unnötig. Okay. Ich wollte... Oh, ich habe ihn sogar angezündet. Cool. Noch mehr. Okay, selbst die kleine Keule reicht aus. Ernsthaft? Was ist das für eine Monsterkeule? Keult ja alles weg. Oh. Bleib liegen. Mein Erfolg, den ich jetzt irgendwie gekriegt habe. Keine Ahnung. Okay. Ich dachte, das ist eine von mir. Und ich könnte sie jetzt befreien. Aber offenbar habe ich mich getäuscht. Na gut, dann soll es mir auch egal sein. Dann kann sie ruhig hier rumlaufen. What the... Was glaubt ihr eigentlich, wen ihr vor euch habt, hä? Mittlerweile müssten die doch wissen, dass Taka unbesiegbar ist. Trotzdem machen sie immer wieder die gleichen Fehler. Jo, und hier ist die nicht die sinkende Höhle, sondern die singende Höhle. Okay, die singende Höhle, das ist natürlich nochmal was anderes. Und es sieht aus, als wäre das so Isila-Gebiet irgendwie. So Isila-mäßig. Aufgrund dieser Markierungssteine. Es ist auch Isila-Gebiet. Es ist auch Isila-Gebiet. Wo denn? Ach da.
Oh. Vielleicht muss man denen nochmal klar machen, wer hier der Chef ist. Diese Höhle ist zum Beispiel schon wieder ganz anders als die letzte. Hier wird uns ja Gott sei Dank immer so ein bisschen auch angezeigt, wo wir lang müssen. Wir können uns, glaube ich, mal hier eine Keule nehmen. Da haben wir zum Beispiel schon die Deischerhand. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Oh! Ja, ich würde sagen, gut, dass unsere Knochen bruchsicher sind. So, wo ist jetzt die Höhlenmalerei? Die ist hinter uns. Okay. Da oben ist die. Man stellt sich die berechtigte Frage, wie kommt man dorthin? Aber ich würde mal vermuten, dass das da vorne wichtig ist dafür. Und dass man hier durch ein bisschen Klettern vielleicht darauf kommt. Hallo? Nein. 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 Ja. Hier. Ja. Höhlenmalerei. Okay, die Isila versklaven wahrscheinlich gerade in diesem Bild die Wenya. So würde ich das zumindest deuten. Jo, dann haben wir diese Höhle doch auch noch geschafft. Die singende Höhle, die gesungen hat von der Vergangenheit der Wenya, wie auch immer. Damit fehlen jetzt im Prinzip hier doch nur noch das Leuchtfeuer und der unbekannte Ort. Und dann können wir beim nächsten Mal Folgendes tun. Wir wollen mit Da reden. Wir haben gesehen, dass er jetzt mit uns reden will. Und vielleicht verrät er uns noch etwas irgendwie über die Udam. Etwas, was uns helfen kann, sie zu besiegen. Etwas, was uns helfen kann, Uhl zu besiegen. Denn ich glaube, in einem Zweikampf sind wir Uhl nicht gewachsen. Er wurde uns immer bisher als größter Krieger überhaupt dargestellt. Und ich denke mal, das könnte demnach auch recht schwierig werden, ihn zu besiegen. Aber ich bin positiv gestimmt, dass wir das schaffen werden. Also wir reden mit Da und gucken mal, ob er uns eine Aufgabe gibt, die wir dann auch direkt erfüllen können. Wir werden es sehen. Auf meine nächsten Videos geht natürlich anschauen, freuen und kommentieren. Seid das nächste Mal wieder mit von der Partie bei Far Cry Primal. Oh, wir können Keulengürtel machen. Und wir haben 5 Punkte. Die können wir nochmal eben investieren. Was machen wir denn? Wir machen Bestie wiederbeleben und endloser Sprint. Sehr schön. Denkt immer daran, I want you for an adventure. Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zur dieswöchigen Ausgabe von Uiglivaldis. Ich habe das Thema dieser Folge im Prinzip schon vor einigen Wochen, glaube ich, angekündigt, immer wieder angeteasert. Es ist mal wieder ein Video, in dem ich euch verschiedene Spiele zeigen möchte. Es mag sein, dass ihr einige von diesen Spielen schon gesehen habt, wahrscheinlich sogar. Trotzdem denke ich, dass bei diesen Spielen auch ein paar dabei sind, die ihr vielleicht nicht unbedingt so auf dem Radar habt. Ich denke, dass diese Spiele euch durch den Winter retten können. Denn